hier sind's. Overloch Katrin und Heisers Bitsche. Platz da vorne. Oh, und da hinten die Letzte? Die Oberlore Katrin. Oh, und ihr heißes Bettchen. Wir zwei sind ja talentisch. Talent. Ich hab mein kleines Abitur. Das kleine Abitur? Ja, 8 Jahre Volksschule und ein Tanzkurs. Das ist ja noch gar nichts. Ich hab den Hausschuhabschluss. Der Hausschuhabschluss her? Ah, der ist aber ganz schön schwer. 50% davon fallen doch immer da. Ganz genau. Aber so viel waren wir gar nicht. Ihr Leute, vor euch steht eine Weltmeisterin. Applaus, ich bin eine Weltmeisterin. Weltmeisterin im schnelle Schnellkopfrechnen. Du, Weltmeisterin im schnelle Schnellkopfrechnen? Genau, das bin ich. Das glaube ich nicht. Du kannst mich ja mal testen. Das mache ich. Alan? Moment, ich muss mich kondensieren. Jetzt? Wie viel ist 58 mal 48? 9! 9? Das ist doch total verkehrt. Ja, aber verdammt schnell. Weißt du, Katrin? Ich hab die letzte Woche einen Schwangerschaftstest gemacht. Ein Schwangerschaftstest? Und, hast du bestanden? Ich meine, ich wundere mich schon nicht, du kriegst schon dauernd ein Kind her. Kannst du doch nichts dagegen machen? Das habe ich mir angedenkt und bin zum Frauendoktor gegangen. Und dann habe ich dem gesagt, Herr Doktor, ich krieg ja alle Jahre ein Kind. Kann man dann doch nichts dagegen machen? Und was hat er gesagt? Hat er gesagt, Frau Heiser, kein Problem. Ich hab was ganz Neues. Ich setz Ihnen die Gebärmutter von einem Affei. Hä? Die Gebärmutter von einem Affe? Hat's geholfen? Ei, das nicht. Weißt du? Kinder krieg ich schon jetzt immer noch. Aber kaum sind sie auf der Welt, krabbeln sie den Baum auf und fort sind sie. Weißt du noch, wie wir der letzte im Stadtpark waren? Ja. Und eine zwei Schneckerische beim Gespräch zugehört haben? Genau, wir verstehen nämlich Schneckerisch. Genau. Ja, wir hätten eine männliche Schnecke zugehört, wie die da im Stadtpark gelaufen sind. Und das zeigen wir euch jetzt mal. Genau. Wir wären also die zwei Schnecken und wären dann so gelaufen. Wart, Katrin. Schnecke laufen nicht, die Grieche. Ach so, die Grieche, ja. Alla. Herr, du
Garisch. Halt, stopp, halt, stopp. Bitte, die Schnecke kriechen zwar, aber Babble sind du sie normal. Sonst sind wir morgen früh noch nicht fertig. Alla gut. Noch einmal. Noch einmal. Herr, du Schneckerisch, wie geht das dann? Ach, ganz gut geht mir's her. Ich war gerade im Salatbeet und hab mir der Ranze voll gehaare. Und der, wie geht das? Ach, frag mich nicht. Meine Frau, die Altschneck, ich will sich von mir scheiden lassen. Ach, das ist ja heute nichts Außergewöhnliches mehr, dass die Frauen sich scheiden lassen wollen. Das schon, aber die will mein Haus mitnehmen. Herr Bitsch, ich war letztens mit dem Zug unterwegs nach Frankfurt. Und da haben wir zu viert im Abteil gesessen. Und da war einer drin gehockt, der hat so ein weißes Gewand gehabt. Und ein paar Schladebappe, Badeschlappe. Da hab ich den gefragt, und was bist denn du für einer? Da hat er so ganz vergeistert gesagt, ich bin ein Heiler. Ich kann euch heilen mit Hand auflegen. Na, hey, du warst so ein Heistgeiler. Genau, so ein Heistgeiler, Geistheiler. Und da hat er auch gesagt, Herr Heiler, kennst du mir mal helfen? Ich hab einen Tennisarm vom vielen Geschirrspielen gehabt. Da hat er die Hand aufgelegt, gepischbert und da war der geheilt. Na, doch. Und dann hat der andere gesagt, Herr Heiler, kennst du mir Hilfe? Ich habe eine Kreislaufzerrung in meinem linken Knie. Hey, da hat er die Hand aufgehalten, gepischbert, da war der geheilt. Na, doch. Und bei der hat er dich auch geheilt? Ich habe mich ganz klar gemacht in dem Zugabteil, dass er mich nicht sieht. Ach Gott, warum dann das? Hat er gesagt, gute Frau. Kann ich Ihnen auch was Gutes tun? Kann ich Sie auch heilen? Hab ich zu ihm gesagt, Herr, lang mich bloß nicht an, ich bin noch 14 Tage krank geschrieben. Du warst ganz weit fort gewesen, gell? Jawohl, ich war in Amerika-Jenien gewesen. In Amerika-Jenien bei den Piffer-Indianer. Bei den Piffer-Indianer? Ja, bei den Cheyenne. Aber du kannst doch gar kein Cheyennisch. Das nicht, aber wir haben uns mit Zeichenspruch unterhalten. Ich hab das gelernt, wie das geht. Und was hat er da gesagt? Der Herr Indianer hat sich mir vis-à-vis gestellt und hat Sau gemacht. Dann hab ich Sau gemacht. Dann hat er Sau gemacht. Und dann hab ich Sau gemacht. Und was hat das jetzt gehasen? Da ist der Indianer zu seinem Häuptling gegangen und hat gesagt, Herr Häuptling, beste der Frau ist böse Frau. Beste der Frau ist gefährliche Frau. Und da hat der Häuptling gesagt, was habe beste der Frau gesagt? Da hat er gesagt, ich habe so gemacht, ich töte dich. Und da hat die gegrinst und hat so gemacht. Dann täte ich zwar von euch. Und dann hab ich so gemacht. Dann brenne ich dein Wigwam nieder. Und dann hat ich so gemacht. Dann mach ich euch alle platt. Ach Gott, Katrin. Das hast du doch aber nicht wirklich so gemacht. Ah, der hat alles falsch verstanden. Das heißt ja ganz anders, ne? Was hast du denn dem jetzt gesagt? Ach, was ich dem gesagt habe, der hat sich mir fies auf fies gestellt und hat Sau gemacht. Wer bist denn du? Und dann habe ich gegrinst und habe gesagt, ich bin ein Hase. Und dann hat er Sau gemacht, ein Stallhas. Habe ich gesagt, no, ein Feldhas. Ihr,
Wir singen euch jetzt noch ein Duell. Das heißt doch Duett. Ein Duett singen wir. Ach so, wir sind zu zwei. Ja, das Duett vom Geld aus hast. 2, 3, 4. Geld aus hast mich, gelle, gelle, gelle ich dich an. Gelle, wann ich lache, du, gelle, dann lachst du an. Wann die Welt mehr Beises will, gell, dann bitt ich dich. Gell, du lässt mich nicht, gell, du lässt mich nicht, gell, du lässt mich nicht im Stich. Gell, du lässt mich nicht, gell, du lässt mich nicht, gell, du lässt mich nicht im Stich. Hello! Kommt ruhig hierher, die Oberloch Katrin und Feise Bitsche. Ich weiß ja, der Dieter kann eure Namen viel besser aussprechen, die in Hochdeutsch sind. Bist du so freundlich? Ich bin so freundlich. Das ist Andrea Eberling. Genau. Und das ist Patrick Brenner. Genau. Und ich darf sagen, Sie kommen vom Heimat- und Karnevalverein aus Bürstadt. Und dann merkt man mal, was die hessische Sprache doch so schön ist, ja? Unseren beiden ein dreifach donnerndes Hello! Hello!